Luftfahrzeuge, die in Deutschland zugelassen werden, haben vorne ein D. Dann ein Bindestrich. Und dann alle Heißluftballone, die in Deutschland zugelassen sind, haben ein O. Deswegen Delta, Oscar, Romeo, Lima, Charlie. Romeo, Lima, Charlie sind die drei Buchstaben der individuellen Kennung dieser Hülle. Die deutschen Fahnen, also nicht dieser. Und sein Pilot geben hiermit kund und zu wissen, dass wir Volkmar Güttner nach Zunft und Ordnung der Ballöner auf den Namen Baron Volkmar, Herrscher der Lüfte zu Köln, der flach über dem Wald eingeschwebte, eingesauste, Entschuldigung, getauft hat. Anno Domini, der 4. Oktober 2015, der Pilot. Herzlich willkommen im Kreise des Luftadels. Ja? Danke. Wir, der Ballon, Delta, Oscar, Romeo, Lima und Charlie und sein Pilot, geben hiermit kund und zu wissen, dass wir Annika Stieler nach Zunft und Ordnung der Ballöner auf den Namen Prinzessin Annika, Herrscherin der Lüfte zu Lampersdorf, die auf dem frisch gedrillten Acker Niedergekommene, getauft haben. Anno Domini, der 4. Oktober 2015. Und dieses Datum musst du dir natürlich jetzt merken, weil das war das Datum deiner ersten Ballonfahrt. Und wie war das Datum der allerersten Ballonfahrt? 1783. Im November. Im November. Herzlich willkommen im Kreise des Luftfahrtes. Bitte schön. Wir, der Ballon, Delta, Oscar, Romeo, Lima, Charlie und sein Pilot geben hiermit kund zu wissen, dass wir Carola Stieler nach Zunft und Ordnung der Ballöner auf den Namen Baronin Carola, Herrscherin der Lüfte zu Köln, die straff über die Birke eingeschwebte, getauft hat. Genau. Anno Domini, der 4. Oktober 2015, der Pilot. Herzlich willkommen, Kreise des Luftfahrtes. Dankeschön. Jetzt seid ihr natürlich sowas von stolz, ja, dass ihr eure Urkunden mal schön vor die Brust haltet.